In FIFA 14 wollen wir unseren Fans die Möglichkeit für tolle Schüsse auf das Tor bieten. Mit den zwei neuen Features Pure Shot und der neuen authentischen Ballphysik machen wir das möglich. Mit Pure Shot kommt etwas ins Spiel, das wir in FIFA 13 nicht hatten. Spieler haben jetzt die Intelligenz, sich besser auf einen Schuss vorzubereiten und die Schrittlänge vor dem Schuss anzupassen. Unser Ziel war es, nachzustellen, wie ein echter Fußballer den Ball schießt und seinen Laufweg anpasst, um den Ball bestmöglich zu treffen. Als Rechtsfuß muss ich den Winkel zum Tor also so anpassen, dass ich den Ball perfekt mit meinem starken Fuß schießen kann. Und das gibt es jetzt in FIFA 14. Eine neue Logik im Spiel ermöglicht Spielern eine bessere Positionierung zum Ball und zum Tor und sorgt für die notwendigen Anpassungen für einen perfekten Schuss. Zusätzlich zu Pure Shot sind wir einen Schritt zurückgegangen und haben uns unsere Ballphysik angeschaut. Was man also sehen wird, sind völlig unterschiedliche Flugbahnen bei Schüssen auf das Tor. Es wird viel mehr Schüsse mit Drall geben und die Flugkurve des Balles ist deutlich realistischer. Außerdem gibt es Schussvarianten von den Profis, zum Beispiel Gareth Bale mit seinem Flatterball. Wir simulieren sogar den Luftstrom um einen Ball, um die Turbulenzen bei einem Schuss ohne Spin zu verstehen. Die Kombination aus Pure Shot, Änderungen an der Ballphysik und die Verbesserung unseres Schussfehlersystems, an dem wir seit 6 oder 7 Jahren arbeiten, sorgt dafür, dass ich mir sicher bin, dass wir in FIFA 14 wirklich schöne Tore sehen werden.